Das deutsche Gesundheitssystem krankt an Zentralismus und undurchsichtigen Strukturen, so Gesundheitsministerin Hummel, die am Mittwoch wichtige Initiativen zur Gesundheits- und Pflegepolitik vorgestellt hat. Mehr Unterstützung für pflegende Angehörige sowie mehr Gestaltungsfreiheit in der Gesundheitspolitik forderte Hummel bei der Kabinettsklausur in St. Quirin. Wir werden uns hier für eine Einkommensgrenze von 100.000 Euro bei der Hilfe zur Pflege einsetzen. Wir werden entsprechend über den Bundesrat aktiv werden. Unter einem Einkommen von 100.000 Euro sollen Kinder keinen Rückgriff des Sozialhilfeträgers zu befürchten haben, wenn eben ihre Eltern pflegebedürftig werden und die Kosten für die Hilfe nicht selbst tragen können. Ich meine damit, dass wir weiterhin Angebote der Tages- und Nachtpflege ausbauen wollen, das auch mit dem finanziellen Anreiz versehen wollen. Außerdem wird für jeden Regierungsbezirk ein Demenzzentrum geplant. Es soll als Anlauf- und Beratungsstelle für Fragen zur Betreuung und zur Pflege Demenzkranker sein. Indem wir wirklich es schaffen, ein attraktives, lebendiges Wohnumfeld für an Demenz erkrankte Menschen zu erreichen und dass wir das eben modellhaft und dann gerne auch in die weitere Umsetzung in Bayern bekommen. Wir werden deswegen auch hier die Demenzforschung weiter voranbringen. Wir haben den bayerischen Demenz-Survey, den wir weiter unterstützen werden. Da geht es darum, wie gehen Demenzkranke damit um, wenn sie es erfahren, wie ist es für Angehörige, was kann man hier noch verbessern, welche Unterstützungsangebote werden benötigt, wie ist die häusliche Situation. Besonders wichtig sei die Entlastung der Beitragszahler der gesetzlichen Krankenversicherung. Zwischen 2011 und 2014 haben die bayerischen Versicherten über 5,5 Milliarden Euro mehr geleistet. Daher soll ein regionaler Ausgleichsfaktor für Gerechtigkeit unter den Beitragszahlern sorgen. Es ist eben so, dass derzeit die Leistungsausgaben der Krankenkassen in einer Hochlohn- und Hochpreisregion, wie wir in Bayern hier sind, mit den Zuweisungen des Gesundheitsfonds nicht abgedeckt sind. Da ist eine Unterfinanzierung. Für die Zukunft will Hummel mehr Freiheit für die Bundesländer. Das und die weiteren Initiativen werden in Zukunft von Franken aus geregelt, denn das Gesundheitsministerium wechselt seinen Standort von München nach Nürnberg.